2020. Und ich habe es gerade ja schon erwähnt, die Summer Summit ist vorbei, das große Highlight von Projo dieses Jahr. Es war ein Riesenerfolg, auch dank euch allen, dass ihr so schön mitgemacht habt. Der David wird nachher in der zweiten Hälfte noch Fotos zeigen und ein wenig von den Eindrücken berichten, sodass wir jetzt in der ersten Stunde wieder nur die Neuerungen durchgehen. Letztes Mal ist es ja ausgefallen, letzten Monat, da wir auch ein bisschen Urlaubssaison hatten, brauchten wir auch ein bisschen Zeit, um wieder Futter für die User Group zu sammeln. Und in der zweiten Hälfte wollen wir diesmal neben dem Bericht über die Summer Summit über ja, ein Thema der Summer Summit aufgreifen, nämlich New Work. Arne, ich habe jetzt leider die Slides hier gerade gar nicht offen, aber die zeigst du ja dann. Deswegen springe ich jetzt gleich rein in die Neuerungen. Ja, ich wollte am Anfang nochmals vor den Neuerungen nochmal darauf hinweisen, die Discord-Community ordentlich zu nutzen. Wir sind vielleicht selber nicht immer ganz so aktiv, aber umso aktiver ihr seid, umso aktiver werden wir auch sein. Und ihr könnt uns dann auch gerne ermahnen, wenn da irgendwie ihr etwas reinschreibt und wir nicht genügend schnell antworten. Das sollte eigentlich so der Ort sein, wo dann auch die Diskussionen zwischendurch stattfinden und nicht nur auf der User Group. Gut, ansonsten so der erste Punkt, der hier mal auf meinem Zettel steht, ist Thema Sicherheit. Und zwar haben wir jetzt unseren Admin-Bereich mit zwei Faktoren geschützt. Das heißt, wir müssen uns dann immer noch zusätzlich nicht nur über Passwort, sondern auch noch über einen Code unseres Handys anmelden, damit ja, unser Account auf jeden Fall geschützt ist, weil wenn jemand von uns Zugriff hat auf euren Account, dann muss da natürlich auch quasi euer Account darüber geschützt sein. Und deswegen haben wir jetzt bei uns zwei Faktoren aktiviert. Und für eure Zugänge wurde das zwar auch schon mal gewünscht, aber noch nicht so mit Nachdruck, weil das ja auch ein bisschen aufwendig ist, dann jedes Mal zwei Faktoren zu verwenden. Also wenn da der Bedarf steigt, sind wir gerne bereit, das dann auch bei euch zu implementieren. Gut, ansonsten fangen wir jetzt mal an mit den verschiedenen Features. Ich würde wieder durch den Mitarbeiterbereich gehen, Arbeitszeiten bis nachher zum Projekt- und Liquiditätsplanung. So, wenn man einen neuen Mitarbeiter anlegt, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, gibt es hier einen neuen Haken, noch nicht anzeigen. Ne? Dann kann man, wenn man den anhakt, dann kann man einen Mitarbeiter anlegen, ohne dass die Arbeitskollegen diesen Mitarbeiter sehen. Und leider hat das auch schon zu Support-Anfragen geführt, weil dann dieser Mitarbeiter verschwunden war. Das ist natürlich das Problem an der Sache, dass der dann nur noch quasi eben, ja, für das Personal hier in dieser Liste zu sehen ist, aber an anderen Stellen dann halt nicht. Und dann, wenn man den Haken dann wieder entfernen möchte, macht man das unter Vertragsinfos beim Mitarbeiter. So. Bringe ich mal bei einem Mitarbeiter rein. Also ich glaube, ah ja, genau, hier ist der Haken dann, den kann man dann hier entfernen. Und ich glaube, bei Mitarbeitern, die schon ein bisschen länger angelegt sind, erscheint auch erst gar nicht mehr diese Option hier, weil die ist ja dann unnötig. So, unter persönliche Mitarbeiterdaten haben wir hier eine weitere Einstellung vorgenommen. Johannes, das kam von dir, dass wir hier eine Option über 2000 mit reinbringen sollen.
Passt das so in der Umsetzung? Weil du hattest einen längeren Text geschrieben. Ja, das Das war. war okay. Also weitere Einkünfte als Arbeitnehmer kann man hier noch hinterlegen. Ja, und Johannes, das kam auch von dir. Unter Mitarbeiter gibt es ja hier den Mitarbeiterkalender und der gilt ab jetzt immer pro Jahr. Bisher galt er immer für ab jetzt für die Zukunft, also die nächsten 12 Monate. Jetzt ist die Abgrenzung immer jahresweise. Das heißt, man kann auch in die Vergangenheit schauen, wenn man sehen möchte, wann ist eigentlich nochmal die Probezeit vorbei gewesen, zum Beispiel, oder wann hatte jemand Geburtstag gehabt, wenn man es irgendwie verpasst hat. Genau, und die Geburtstage sind nämlich jetzt hier auch aufgeführt. In diesem Test-Account sind jetzt nicht ganz so viele Zeiten drin, aber in euren Accounts wahrscheinlich schon. Ja. Super, vielen Dank. Gut. So, dann zu den Arbeitszeiten. Da möchte ich nochmal kurzen Ausflug machen zu den Leistungstags. Und zwar hat man die Möglichkeit, Leistungstags so zu definieren, dass nur bestimmte Mitarbeiter auf diese Leistungen buchen können. Und dann wundern sich manchmal Mitarbeiter, warum können sie nicht auf diese Leistung buchen? Und das zeigen wir dann an. Das ist jetzt diese Neuerung. Und das möchte ich einmal kurz durchspielen, damit ihr das nochmal seht, wie das eigentlich alles funktioniert. Also unter Einstellung Projekte hat man hier die Möglichkeit zu sagen, überhaupt diese Leistungstags zu nutzen. Ne, dazu bucht man sich also hier dieses Feature hinzu und bekommt dann hier diesen neuen Reiter Leistungstags. Und hier hat man die Möglichkeit, nicht, also ja, also so Leistungstag Dimensionen zu definieren. Die sind ja schon vordefiniert, zum Beispiel die Leistungsphasen oder der HAI-Leistungsbild. Und ich sage jetzt einfach mal hier, wir wollen hier ein neues Leistungstag einer Spezialphase. Die darf nur von bestimmten Leuten gebucht werden. Und auch in der Einsatzplanung wird die auch nur für bestimmte Leute dann verwendbar sein. Und dazu muss man hier diese Option Schränke in der Einsatzplanung auf Mitarbeiterkategorie ein auswählen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, für diese für diese Leistung dann zu sagen, hier, das ist nur für Zeichner. Nur Zeichner dürfen zum Beispiel darauf buchen. Und in der Einsatzplanung sollen auch nur Zeichner dafür dann eingeplant werden. So. Und jetzt gehe ich mal hier in ein Projekt rein. Ich nehme mal vielleicht hier Hotel California und wähle mal im Vertrag aus hier die Leistungstags. Dort sage ich mal nicht gesperrt. Und sage, vielleicht füge ich mal hier eine neue Phase hinzu, eine Spezialphase, Spezial, und wähle hier dieses Flag, Spezial. So, und jetzt versuche ich mal im persönlichen Bereich darauf zu buchen. Okay, man findet sie hier erstmal nicht. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Man hat ja hier die Möglichkeit, auch auf fremde Projekte zu buchen. Na, wo geht das denn noch mal genau? Wie können wir denn nochmal aktivieren? Das ist schon Du alles. hattest ein Projekt angeklickt. Ich glaube, deswegen hat es nicht funktioniert. Ja.
Ah, hier stimmt. Diese Option habe ich gesucht. Erlaube das Buchen auf fremde Projekte. Jetzt gehe ich hier nochmal und sage hier, ich möchte auf ein fremdes Projekt buchen. Wähle hier das Hotel Kalifornien aus. Und dann sage, zeige hier nicht gebuchbare Phasen. Und hier sieht man dann nochmal, dass die Phase nicht bebuchbar ist, weil der Leistungstag nur für die Zeichner gilt. Ist jetzt leider ein bisschen versteckt, aber zumindest kann man es finden. Und wir müssen es leider auch ein bisschen verstecken, weil die Arbeitszeiterfassung soll ja ganz simpel und klar bleiben, ne? In 99% der Fälle fragt man sich auch gar nicht, warum man nicht auf etwas nicht buchen kann. Und für diese Hauptfälle soll es halt ganz simpel sein. Und wenn man dann mal nicht buchen kann, dann muss man es halt irgendwie herausfinden können. Direkt auf alle Leistungen klicken. Hier. Ah ja, okay. Und dann sehr gut. Danke dir. Genau. Und Birgit weist mich gerade nochmal darauf hin. Hier, die Userin Anne Schönfeld ist keine Zeichnerin, hat also nicht die Mitarbeiterkategorie Zeichnerin und deswegen darf sie natürlich auch dann hier nicht auf die Spezialleistung buchen. Gut. So, dann kommen wir hier zu der Monatsansicht. Und zwar unter der Ansicht AZ-Konto gibt es jetzt eine neue Spalte, Zeiten. Und hier wird aufgeführt das Beginndatum und das Endedatum der letzten Arbeitszeit. Und wenn man zwischendurch auch eine Pause gemacht hat, wird das auch aufgeführt. Das ja, wurde gewünscht von einem Kunden, der auch viel mit Nachtarbeit arbeitet und mit Überstunden und wegen Arbeitsschutzgesetz. Und da wollen wir stärker präsent machen, wann eigentlich die Arbeitszeiten gewesen sind. Und wir schauen also nicht hier oben auf dieses Kommen und Gehen. Das soll ja eher hier so eine Eingabehilfe sein für einen Mitarbeiter, um besser dann die Arbeitszeiten zu verteilen, sondern wir schauen ausschließlich hier auf das Beginndatum der ersten Arbeitszeitbuchung und auf das Endedatum. Ja, und ich kann ja mal hier zwischendurch eine Pause buchen. Na, hat das jetzt geklappt? Pause? Nee. Nee, kriege ich gerade nicht eingebucht, müsste ich dann. Ich schreibe mal hier 10 Uhr eine Pause. So, ja, genau, jetzt ist die Pause drin und jetzt würde ich hier erwarten, dass unter AZ-Konto genau das aufgesplittet ist. Ja. Wenn das stört, können wir es auch gerne einstellbar machen. Es soll ja alles immer noch übersichtlich bleiben. Gut. Bleiben wir bei den Arbeitszeiten. Und zwar haben einige von euch schon mitbekommen, dass wir den Download der Arbeitszeiten jetzt in zwei verschiedene ja, Bereiche geteilt haben. Und zwar einmal kann man die Tagesansicht herunterladen und dann die Arbeitszeitbuchungen selber. Bisher waren beide in einem Report zusammen auf zwei Reitern. Und wir haben das Problem gehabt, dass viele Kunden diesen zweiten Reiter gar nicht gefunden haben. Wenn man es weiß, dann war es einfach. Aber man musste häufig erst darauf hingewiesen werden. Und deswegen haben wir es an dieser Stelle und an überall, wo dieser Report zu sehen war. Zum Beispiel hier gibt es hier unten ja die Arbeitszeiten zum Herunterladen. Dort mussten wir das jetzt alles in zwei Buttons unterteilen. Einmal für die Ansicht pro Tag
Monatsansicht pro Tag und dann die ganzen Arbeitszeitbuchungen eines Monats unabhängig von den Tagen. So, und bei euch ist das, bei einigen ist das aufgestoßen, weil sie Skripte geschrieben haben. Also mindestens 2 oder 3 Büros hatten Skripte geschrieben, die automatisiert regelmäßig diese Zeiten herunterladen. Und wenn wir dort das Format ändern, dann funktionieren natürlich die Skripte nicht mehr. Und das zeigt auf uns, dass wir eigentlich dort demnächst mal eine Schnittstelle anbieten sollten, wo ihr automatisiert und stabil vor allen Dingen regelmäßig die Arbeitszeiten runterladen könnt. Gut. Fragen bisher? Nee. Dann mache ich mal weiter unter Einstellungen Kosten. Gibt es die Reisekosten? Und wir haben jetzt diese Funktionalität der Reisekosten ein bisschen missbraucht oder erweitert, sage ich mal, dass man sie auch für die Auslagenerstattung nutzen kann. Und zwar haben wir das technisch erstmal, haben wir uns es einfach gemacht, indem wir die gleichen Datenbanktabellen verwendet haben wie bei der Reisekostenabrechnung, nur dass man im persönlichen Bereich da 2 verschiedene Bereiche jetzt hat. Also man hat die Reisekosten wie bisher und man hat jetzt hier eine Auslagenerstattung. Und letztendlich landet dass die Auslagenerstattung in denselben Datenbanktabellen wie die Reisekostenabrechnung. Das heißt, die sieht auch ziemlich identisch aus. Nur, dass man jetzt hier nicht noch die ganzen Zeiten eingeben muss und Orte und die Spesenerstattung bzw. die Aufwandserstattung, Verpflegungsmehraufwandserstattung, die ist jetzt nicht vorhanden. Sag mal hier Auslage, so, und dann kann man halt hier die Belege erstellen wie bisher. Und das reiche ich jetzt einfach mal ein. So, und das sind jetzt hier noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht ganz so schön sind, weil das jetzt der erste Entwurf ist. Leider ist ja, werden diese Auslagenerstattungen genauso also hochnummeriert wie die Reisekosten, ne? Und wenn ihr Reisekosten im Namen definiert hattet in dem Nummernkreis, dann erscheint er leider auch hier. Und genauso ist es dann hier unter Büro Reisekostenabrechnung. Hier erscheinen jetzt also nicht nur die Reisekostenabrechnung, sondern auch die Auslagenerstattung. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten das komplett trennen voneinander, dann können wir das gerne machen. Wir wollten es erstmal für den ersten Schritt leicht machen. Ja, dann können wir ja beobachten. Gut. So, dann Angebote. Angebot gibt es eine Änderung, Johannes, die schon wieder von dir kam. Kaum ist der Arne kurz im Urlaub gewesen, schon konnte am Produktmanager vorbei ganz viele Sachen platziert werden. Und zwar hat man jetzt die Möglichkeit im Angebot, die Leistungen, die Leistungsgruppen zu verschieben, wie man möchte. Das ist ein sehr langes Angebot, was ich hier habe. Und zwar klicke ich mal hier drauf und dann öffnet sich nämlich hier so ein Dialog, dass man diese Leistung oder diese Leistungsgruppe, oder man kann dann auch so einen ganzen Baum quasi auswählen,
nicht nur innerhalb dieses Angebots, sondern auch in ein anderes Angebot verschieben kann. Also innerhalb dieses Angebots, hier sieht man, dass sich dann also dieser ganze Baum wieder öffnet, von diesem komplexen Angebot. Und dann kann man hier wirklich wählen, quasi auch auf welcher Ebene man es schieben möchte. Ne? Also man möchte es zum Beispiel, ich kann ja mal hier unten irgendeine Sonderleistung reinstellen. Sonderleistung. So, und die ist jetzt hier unter 8.10 und die möchte ich jetzt einfach mal verschieben. Hier oben in die Objektplanung und zwar nach der LP2 zum Beispiel. So, und dann schiebe ich es hier rein. So, und jetzt hoffe ich mal, dass alles funktioniert. Genau, und dann ist sie jetzt hier hingeschoben. Gut. Ganz früher hatten wir übrigens mal, aber das ist schon Jahre her, so eine Drag-and-Drop-Möglichkeit, dass man das also hier einfach mit der Maus hin und her schieben konnte. Und das war aber nicht ganz so schön, vor allen Dingen, wenn diese Bäume dann ein bisschen größer wurden. Aber doch auch zu oft dazu geführt, dass sich NutzerInnen ihr Angebot versehentlich zerschossen haben. Ja, stimmt, wenn man einfach nur so scrollen wollte und dann war es plötzlich verschoben. Ja, gut. So, das war schon auch alles vom Angebot. Jetzt geht es weiter hier bei den Zahlplänen. Es gibt eine neue Spalte und zwar die nächste geplante Rechnung. So, und man kann nach dieser Spalte auch, kann nicht nach allen Spalten sortieren, aber man kann hier nach dem Vertrag sortieren. Danach ist es standardmäßig auch sortiert. Und man kann aber auch sagen, hier nach nächster geplanter Rechnung und kann dann regelmäßig durchgehen, welche nächste Rechnung zu stellen ist. So, und in dieser Liste werden jetzt auch nicht mehr die nicht fakturierbaren Verträge aufgeführt. Also manchmal ist es auch so, dass man für einen nicht fakturierbaren Vertrag trotzdem mal eine Rechnung stellt. Nehmen wir mal an, das ist zum Beispiel, wir hatten den Fall bei einem Kunden, das ist die PR-Abteilung, die stellt normalerweise keine Rechnung und deswegen ist das quasi, hat die PR-Abteilung dort einen eigenen Vertrag namens PR-Abteilung, wo einfach nur die Arbeitszeiten erfasst werden, also rein die Kosten. Und dann wird aber für irgendeinen Vortrag oder so doch nochmal eine Rechnung gestellt. So, und diese würden aber nicht mehr jetzt hier unter Zahlplänen aufgeführt werden, weil jetzt man sich jetzt hier ausschließlich auf die Projekte, die fakturierbar sind, konzentriert. So, und wir haben ja nicht nur Zahlpläne für die Ausgangsrechnungen, sondern auch für die Subunternehmer. Und hier wurde gewünscht, dass man mit einem Klick hier den Zahlplan von Subunternehmern entfernen kann. Und ja, das ist jetzt hier eingebaut. Falls also hier irgendwie was grob schief ist, hat man hier die Möglichkeit, das rauszunehmen. Gut. Gut, dann kommen wir zu den Projekten. Und zwar gehe ich mal hier auf ein Projekt, was mehrere Verträge hat. Ich dachte, das sei das. Nee. Haben wir hier gar nicht. Dann muss ich mal hier kurz danach suchen. Anzahl Verträge. Anscheinend nur dieses Beispielprojekt. Okay. So, und
Hier unten werden ja die Verträge aufgeführt und das ist eine feste Tabelle. Es wurde auch schon mal gewünscht, dass man die vielleicht auch konfigurieren könnte, aber das ist alles aufwendig, müssten wir alles erst bauen. Und wir müssen, solange wir das also nicht haben, müssen wir schauen, dass das hier nicht zu komplex ist und zu unübersichtlich. Jetzt haben wir aber dennoch eine weitere Spalte hinzugefügt, nämlich hier Umsatz nach Zahlungsstand. Wir haben auch schon mitbekommen, dass der Name Umsatz nach Zahlungsstand vielleicht nicht der beste ist. Vielleicht sollte man es einfach nur Zahlungsstand nennen. Also das ist auf jeden Fall jetzt neu hinzugefügt. Ja, so. Dann gibt es eine neue Benachrichtigung. Ich habe aber leider gesehen, die Benachrichtigung, die wird hier nicht aufgeführt unter Projekte. Hier werden die meisten Benachrichtigungen aufgeführt, aber nicht alle. Und zwar die nächste Benachrichtigung, dafür gehe ich einfach mal kurz hier unter Einstellungen Projekte in die Vertragsstatus und Leistungsstatus. Und hier gibt es nämlich jetzt eine neue Spalte. Hohe Vorsicht nötig. Da hat man die Möglichkeit, einen Status hier zu markieren, wo man benachrichtigt werden möchte, wenn Mitarbeiter darauf zu viel buchen. Oder beziehungsweise die Benachrichtigung wird rausgeschickt einmal pro Monat, wenn überhaupt drauf gebucht wird. Also das gibt es bei Projekten, Start ohne Auftrag oder auch hier beim Leistungsstatus. Jetzt in diesem Test-Account ist hier nichts eingetragen. Hohe Vorsicht nötig. Aber hier könnte man genauso auch eine Leistung definieren wie Start ohne Auftrag. Ich mache mal die extra in Rot. Und setze hier diesen Haken. So, und wenn dann die Mitarbeiter trotzdem schon darauf buchen, ne, man kann das ja hier einschränken, will man drauf buchen? Ja, nein. So, nehmen wir mal an, wir erlauben es, dass man schon mal drauf buchen kann. Und dann bekommt, ich meine, immer am Monatsanfang der Projektleiter oder die Projektverantwortlichen eine Benachrichtigung, wie viel jetzt schon auf dieses Projekt gebucht wurde. Gut. So, dann jetzt noch ein Wunsch, den der von Markus kam. Und zwar Markus, oder vielleicht ist er jetzt auch schon beim Arzt drin. Hatte gerade noch aus dem Wartezimmer sich eingewählt. Und zwar hier unter der Abrechnungsmethode, nee, Entschuldigung, ich muss unter, wenn ich hier den Leistungsstand, wenn ich als Leistungsstandmethode Teilleistung auswähle, hat man ja die Möglichkeit, hier zu sagen, welche Vorlage ich verwende. Zum Beispiel Gebäude, die LP1, dann verwendet man hier die Teilleistungsvorlage von Simmendinger für die LP1 und dann kann der Projektleiter daraus den Leistungsstand ermitteln. Und in manchen Büros ist dann auch gewünscht, dass man dass eigene Teilleistungsvorlagen definiert werden. Und das sollen auch die Projektleiter können.
Und deswegen ist das jetzt freigeschaltet worden. Das heißt, der normale Projektleiter sieht hier unten auch jetzt diesen Button, kann da draufklicken und kann hier diese Teilleistungstabelle auch pflegen, auch wenn er nicht Zugriff hat auf die Einstellungen. Ja. Also wenn man zum Beispiel regelmäßig Dachbauten hat und dafür dann eine eigene Teilleistungstabelle irgendwie erstellen möchte, weil sich diese Projekte alle wiederholen, dann kann das da der Projektleiter pflegen und dann in sein Projekt reinziehen. Also seine eigene konnte er schon immer pflegen, also die im Projekt, aber jetzt kann er auch diese Vorlagen pflegen. Gut, die nächste Änderung, die haben wir schon groß angekündigt, farblich, und zwar hier unten, Änderung am 24. Juli. Die Fakturasätze des Büros gelten jetzt nur noch als Vorlage für die Verträge. Bei Anlage eines Vertrages werden die aktuellen Fakturasätze in den Vertrag kopiert. Und zur Umstellung an diesem 24. Juli haben wir automatisch alle Fakturasätze des Büros, also überall da, wo hier nicht Nutze vertragsspezifische Fakturasätze angehakt war, haben wir die Fakturasätze quasi eures Büros reinkopiert, sodass jetzt jeder Vertrag Fakturasätze beinhaltet. Ja, wenn unter Einstellungen Mitarbeiter, Mitarbeiterkategorien, hier sind ja die Fakturasätze, wenn die also jetzt angepasst werden, ich erhöhe jetzt einfach mal hier den Fakturasatz, hat das gar keine Auswirkung auf gar keinen Vertrag. Ne? Das ist also ab jetzt wirklich entkoppelt, weil diese Fakturasätze schon in den Verträgen drin sind. Und erst wenn ich jetzt einen neuen Vertrag anlege, selbst zu einem bestehenden Projekt, dann werden diese Fakturasätze reinkopiert. Ich kann das ja jetzt einfach mal machen. Ich lege jetzt hier einfach mal einen neuen Vertrag an. So, und sage hier, zeige weiter Fakturasätze. Und jetzt würde ich hier erwarten, dass genau hier die 100 Euro drin sind. Wohingegen in dem ersten Vertrag, zeige Fakturasätze, da sollten jetzt die alten drin sein, die 80 Euro. Ja, das hatte den Hintergrund, dass man ja regelmäßig jetzt auch im Rahmen der Inflation regelmäßig hier die Fakturasätze anpassen möchte. Und das soll aber dann nicht Auswirkungen haben auf die bestehenden Verträge. Ja. Gut. So, jetzt noch eine Kleinigkeit. Hier gibt es schon wieder eine neue Spalte, auch wenn es jetzt schon alles so umfangreich geworden ist, und zwar die Zahlungen an die Subunternehmer. Jetzt muss ich mal kurz hier diese Spalte, die ist neu hinzugekommen. Die kann man also auswählen und dann kann man sehen, wie viel eigentlich schon an einen an alle Subunternehmer im Projekt gezahlt wurde. Gut. So, in der Liquiditätsplanung hat sich für kleine Büros etwas geändert. Und zwar unter Einstellungen Kosten. Hier wird ja die Liquiditätsplanung definiert. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, auch zwischen Sollversteuerer und Istversteuerer zu wählen. Also wer die Umsatzsteuer nur auf die Zahlungen zu zahlen hat, der kann das hier auf Istversteuerer umstellen. Ansonsten ist standardmäßig auf Sollversteuerer gesetzt. So,
wo wir hier auch sind, wenn man hier eine Kostenkategorie hat, die man löschen möchte, muss man in der Vergangenheit immer angeben, auf welche Kategorie man diese Kosten übertragen möchte. Und manchmal gab es aber irgendwelche versteckten Kosten noch in den Jahren davor, die man auf keinen Fall irgendwie mitnehmen wollte, sondern hart löschen wollte. Und deswegen haben wir jetzt hier eingeführt, dass man auch das ohne Übertragung löschen kann. Ja. Gut. So. Große Diskussion gibt es heute nicht. Deswegen, ich bin gleich schon fast durch, sodass wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen diskutieren können. Und zwar gibt es nur noch ein paar Mini-Punkte zum Thema bürointerne Felder. Unter dem bürointernen Felder hat man jetzt die Möglichkeit, auch eine Mehrfachauswahl hier zu definieren. Also ich sage mal ein Projekttyp. Und zwar eine Mehrfachauswahl hier unten. Also Auswahlliste ging ja schon immer und jetzt hat man auch die Möglichkeit, eine Mehrfachauswahl. Aber das muss man noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir haben erstmal nur den ersten Schritt eingebaut. Und zwar, ich lege mal hier was Verschiedenes an, Hotel und Restaurant und Wohnungsbau und so weiter. Und sage mal hier ein bürointernes Feld. Und jetzt hat man ja die Möglichkeit, hier im Projekt dieses bürointerne Feld zu verwenden. Und man kann jetzt hier eine Mehrfachauswahl nutzen. Das Problem aktuell ist, dass da sind ein paar Sachen noch nicht ganz fertig umgesetzt. Es war für uns technisch doch sehr schwer, das auch in einer guten Performance anbieten zu können. Und zwar unter hier in der Projektliste sind, kann man dieses bürointerne Feld sehen, aber man kann nur nach der Summe hier filtern. Man kann also jetzt nicht filtern nach allen Projekten, die Hotel beinhalten oder Restaurant beinhalten, sondern man kann jetzt nur nach dieser Kombination filtern. Das ist aktuell noch nicht ganz so schön, hatte eher technische Gründe, dass wenn ihr irgendwie hunderte von Projekten habt, wir es schaffen mussten, das auch von der Performance irgendwie gut abbildbar zu machen. Gut, das ist das eine. Dann gibt es hier die Personalsicht. Das heißt, also wir unterscheiden bei den bürointernen Feldern zwischen denen der Mitarbeiter, der Arbeitssicht und der Personalsicht. Das sind also die sehr sensiblen Daten. Da kann ich ja mal hier irgendwie was Sensibles, fällt mir nichts ein. Also nehmen wir mal an, man kriegt irgendwie einen Wagen gestellt von der Firmenwaage und das sollen aber die anderen Mitarbeiter so nicht wissen. Ja, hast du recht. Die werden ja. So, und das kann jetzt auf jeden Fall hier auch angezeigt werden für also die Personen, die die Berechtigung haben. Also ich glaube, der normale Projektleiter sieht dann also nicht diese Daten, aber die
Personen, die Zugriff haben auf die Personalsicht der Mitarbeiter. Gut. So, und das allerletzte, was wir haben bei den bürointernen Feldern, ist, wir, oder zumindest bei den Projektbürointernen Feldern erstmal, und zwar haben wir hier ein Archivierungsdatum, das wurde von einem Kunden gewünscht, der am Anfang sehr viele Daten gepflegt hatte. Und ja, und diese Daten möchte er gerne behalten, möchte aber jetzt ein bisschen aufräumen und nur noch für zukünftige Projekte nur noch weniger Daten pflegen. Und dann haben wir halt angeboten, gut, dann machen wir halt so ein Archivierungsdatum. Dann hat man hier die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel 3.8. und alle Projekte, die nach dem 3.8. angelegt worden sind, die bei denen sieht man dieses bürointerne Feld, sieht man einfach nicht mehr. So, das können wir ja mal kurz ausprobieren. Genau, ich glaube, hier unten wäre das jetzt ja gewesen. Und bei den Projekten, die vor dem 3.8. angelegt worden sind, dort wäre es dann noch sichtbar gewesen. Genau. Gut. So, das waren alle Neuerungen. Jetzt hatten wir zwar 2 Monate Zeit, um viel zu bauen. Es gab aber auch Urlaubszeit. Für die nächste User Group haben wir nur noch 3 Wochen Zeit, weil wir ja jetzt in der 2. Woche schon die User Group erst stattfinden ließen. Gibt es Diskussionsbedarf? Irgendwelche Anmerkungen? Kirsten? Ich habe eher eine Frage. Ich weiß ja, ob ich das letzte Mal nicht mitgekriegt habe, aber bei den Rechnungen in den Projekten, da kann ich, wenn ich meinen Zahlplan habe oder Termine für Zahlungen, für Rechnungen eingegeben habe, nicht Zahlung für Rechnungen, da ist jetzt so ein Pfeil dran, da kann ich draufklicken und die quasi wieder in die Zukunft schieben. Also wenn der Termin für die Rechnung quasi zurückliegt im April und jetzt haben wir August, so gibt es einen Pfeil, kann ich dann schieben. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was dann passiert, weil das Datum ändert sich bei mir nicht. Also wenn ich im Projekt in Rechnungen bin, kann ich schon den Pfeil drücken, aber es verschiebt sich nichts. Also es ändert sich nichts. Und ich kann auch kein neues Datum eingeben. Funktioniert dann nur bei mir was nicht? Oder diese Änderung habe ich jetzt auch noch nicht mitgekriegt vorher. Wir können jetzt ja einstellen, dass generell automatisch die Rechnungen immer in die Zukunft verschoben werden, aber man kann standardmäßig eben auch noch das ursprüngliche Verhalten einhalten, dass die Rechnungen eben in der Vergangenheit bleiben, damit man das auch sieht, dass man sie nicht gestellt hat. Ja. Und dann kann man sie mit dem Pfeil eigentlich die nächste geplante Rechnung schieben. Ich kann dich nicht gut verstehen, Arne. Ja, also wenn es nicht... Wir nutzen hier nur ein Mikrofon. Okay. Aber wir rücken mal ein wenig zusammen. So, jetzt sollte es besser gehen. Es sollte eigentlich funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, müsstest du uns das mal kurz schicken. Und dann gucken wir uns das an. Ja. Ja, sonst noch irgendwelche Themen? Fragen, Wünsche, Anregungen? Daniel. Jo, morgen. Ich hatte eine Frage zum Thema Mitarbeiter, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier so passend gerade ist oder ob wir da vielleicht einen gesonderten eigenen kleinen Termin machen müssten. Ich habe nämlich immer die Problematik, ich habe gerade einen Mitarbeiter angelegt und immer wenn es bei dem Thema Vertragsinfo um Gehalt geht und der fängt zum Beispiel bei uns als dualer Student 3 Tage die Woche an mit insgesamt 20 Arbeitsstunden,
dann rechnet ProJour automatisch immer ein Vollzeitgehalt, was aber, also da kann man nicht so frei arbeiten. Ich muss dann irgendwie über Stundeneinheit oder sowas gehen, dass das alles ein bisschen einschränkt. Oder zum Beispiel, ich würde dem mehr Urlaub geben, als nach dem gesetzlichen Urlaub quasi vorgesehen ist. Und da gibt es so festgelegte Dinge, wo man weniger reinkommt. Also da gebe ich was ein und dann rechnet ProJour, macht automatisch dann irgendwas anderes draus. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hier in der großen Runde so passend ist. Also, ich glaube schon, weil da ab und an schon auch mal Fragen kamen. Aber genau, Benedikt, vielleicht zeigt das. Also der Unterschied ist noch, es ist ein dualer Student, kein Werkstudent. Der gilt, glaube ich, eher als Auszubildender, aber ist egal, das ist ja wurscht. Ah ja. Hat wahrscheinlich keine Auswirkungen. So, und der soll bei uns zum Beispiel nur an 20 Stunden soll der arbeiten und kriegt aber quasi ein Bruttofixgehalt und hat auch so eine festgelegte Urlaubszahl. Und wenn ich den nicht auf 5 Tage laufen lasse, sondern zum Beispiel nur auf 2,5 Tage, dann ist bei Gehalt, dann bei Vollzeit, ne, kommt, wird immer irgendwas ganz anderes mit reingenommen. Ich habe aber kaum die Chance, also der würde jetzt bei 20 Wochenstunden 2.200 Euro brutto kriegen. Und du musst, ich weiß nicht, welche Auswirkungen das mit der Vollzeit da hinten hat. Du musst es dann bei tatsächlich eingeben. Ne? Du hast die Wahl, sozusagen das Gehalt gerechnet auf die Vollzeitstelle einzugeben oder eben das Gehalt, was er tatsächlich kriegt. Und ProJour rechnet das dann, wie Benedikt hier gezeigt hat, eben gerade um auf das Gehalt bei Vollzeit. Also das sollte eigentlich funktionieren. Was wir noch nicht so richtig gut abbilden können, ist beispielsweise, wenn gerade solche dualen Studenten oder Auszubildende eine Woche in der Berufsschule sind und eine Woche im Office arbeiten, also immer abwechselnd. Das ist im Moment noch mit Handarbeit verbunden, wie hier einige aus der Runde auch wissen. Aber okay, das heißt, Entschuldigung bitte. Ja, Entschuldigung. Das heißt, wenn ich diese 2.200 da eingebe, die er tatsächlich bekommt, muss ich die 4.400 nicht beachten und die werden im ProJour auch bei der Liquiditätsplanung oder sowas jetzt auch nicht beachtet. Genau. Ja. Okay. Und die zweite Frage, wenn man bei Urlaubstage reingeht, auch da ist es quasi genauso. Also wenn ich weiß, bei 3 Tagen würde die mir nach gesetzlichem Urlaubsanspruch, glaube ich, 12 Tage zustehen. Und wenn ich sage, ich gebe dem jetzt 15 oder irgendwas, dann trage ich das einfach auch bei tatsächlich ein, oder? Genau, da haben wir die Möglichkeit, glaube ich, nicht, dass man es bei tatsächlich eintragen kann. Mhm. Das ist, da musst du es quasi selber. Genau. Das richtet sich danach, ne, wie viele Arbeitstage er eben tatsächlich hat. In dem Fall, wie es Benedikt jetzt eingegeben hat, nur 3 Tage. Es könnte ja auch so sein, dass er jeden Tag 4 Stunden arbeitet, dann sind es auch 20 Stunden. Aber dann wird die Urlaubszeit natürlich pro Tag gerechnet. Also deswegen hier tatsächlich ist immer das, was ihm dann real zusteht, entweder finanziell oder urlaubstagemäßig. Okay, alles klar. Und da habe ich eine Möglichkeit, der würde jetzt quasi ab 1.4.24 bei uns dann Vollzeit anfangen. Und ich habe so einen Deal mit ihm, dass ich sage, solange er Werkstudent ist oder dualer Student, haben wir quasi keine Probezeit. Aber wenn er als Vollzeitangestellter bei uns beginnt, dann beginnt nochmal die Probezeit. So, das wäre aber quasi erst ab dem zweiten Zeitraum. So, die, wenn ich jetzt eine Probezeit eingebe, unten bezieht er sich automatisch natürlich auf den ganz normalen Eintritt. Das ist eher eine unübliche Regelung. Wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht so relevant, aber tatsächlich, wenn man jetzt ganz viele Mitarbeiter hat, ist das wahrscheinlich ein bisschen irritierend. Ja, also weil ein Ausbildungsverhältnis was anderes als ein Festanstellungsverhältnis ist, zumindest bei uns hier so eine Betrachtung. Das können wir nicht abbilden. Da müsstest du dann, wenn es soweit ist, als Workaround die Probezeit halt entsprechend länger anlegen, weil er tatsächlich. Okay, alles klar. Rechnen. Alles klar. Okay, dann vielen Dank erstmal. Ja, da kommt noch eine Frage. Alexandra? Ja. Ja, hi. Ich bin Alex von City Förster. Ich bin heute zum ersten Mal dabei und wir haben eine Frage zu einer Filterfunktion oder beziehungsweise einen Wunsch, den wir äußern möchten. Wir haben ja eine Architekturabteilung und eine Städtebauabteilung. Und wenn man unter Bürobereich sich die Projekte anschaut,
kann man das ja sehr gut nach allen möglichen Kriterien filtern. Geht man aber unter Projekte, unter Einsatzplanung, dann hat man die Möglichkeit, die Projekte zu filtern, leider nicht mehr. Und der Wunsch kommt sozusagen aus unserer Städtebauabteilung, dass sie lediglich sich sozusagen die Städtebauprojekte angucken können in dem Modus Einsatzplanung. Da wollte ich fragen, ob die Möglichkeit gibt, das anzuwenden. Ja, sollte eigentlich gehen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel hier im Büro internes Feld anlegen namens eure Klassifikation. Ne? Klassifikation, Klasse. Und da machen wir also entweder eine Auswahlliste und sagen hier Städtebau. Und das andere war? Architektur oder Hochbau, ja. Architektur. So, und. Das habt ihr ja wahrscheinlich so schon realisiert, nehme ich mal an. Wenn du sagst, du kannst die Projektliste schon filtern danach. Genau. Und die Ansicht sozusagen unter Projekte Einsatzplanung, also wenn du oben auf Projekte bei dem Fall. Ich wähle jetzt einfach mal hier noch Städtebau aus und beim nächsten vielleicht auch. Ich glaube, es geht um einen anderen Reiter, wenn du oben unter Projekte, Einsatzplanung, Projekte kriegst. Ja, klar. Ich muss das erstmal vorbereiten. So, jetzt sage ich hier eine neue persönliche Liste Städtebau. So, und jetzt filtere ich hier auf die Städtebauer. So, ne, das ist, jetzt haben wir eine Liste Städtebau angelegt. Ja. Und die müsste eigentlich unter Einsatzplanung Mitarbeiter hier nutzbar sein. Ah, okay, cool. Ja. Also der Umweg geht tatsächlich über diese persönlichen Listen, die dann, wenn man sie definiert hat, an ganz vielen verschiedenen Stellen fürs Filter stehen. Wie zum Beispiel hier auch eben bei den Projekten. Na, da kann man sozusagen alle zusammen sehen und kann seine Listen immer wieder weiterverwenden. Das ist sozusagen der Weg, wie man das im Projekt macht. Okay, perfekt. Und ja, vielen Dank. Ich weiß vielleicht an der Stelle, diese Listen, wenn du sie, die sind individuell. Na, das heißt, jeder kann sich diese Listen selber anlegen. Mhm. Aber so eine Liste auch als büroweit definieren. Wenn du sie nämlich für alle anlegen möchtest, wenn das so was Generelles ist, dann kannst du, Benedikt zeigt es gerade, wieder über das Sandwich-Menü gehen und sagen, diese Liste Städtebau, die soll eben für alle zur Verfügung stehen. Dann werden also alle Mitarbeitenden, die im Bürobereich arbeiten können, alle eure ProjektleiterInnen zum Beispiel, diese Liste nutzen können und haben sie dann auch automatisch in der Einsatzplanung. Und dann hast du das gebaut für dein Büro, was du, glaube ich, suchst. Ja, tipptopp, vielen Dank. Sehr schön. Noch irgendwelche Fragen? Inga. Ja, hallo. Die bürointernen Felder, die nutzen wir sehr, sehr intensiv. Das ist eine total gute Sache. Wir haben unter Projekten dort quasi unseren Projektsteckbrief, also die Daten für jedes Projekt hinterlegt, wo die Projektleiter oder auch andere Mitarbeiter da von der BGF über die Nutzfläche, über Grundstücksgröße, also all diese ganzen Kenndaten immer einpflegen. Jetzt haben wir das Thema, dass das eigentlich eine Datenbank sein soll, auf die jeder Zugriff haben soll. So. Ja. Bislang sieht es, glaube ich, nur der Projektleiter beziehungsweise die Personen, die dem Projekt zugeordnet sind. Kann ich das für alle öffnen im Team? Wurde schon mal gewünscht. Aktuell nicht. Ein schönen Kennpunkt. Ja, also die Idee besteht bereits. Ich kann nur empfehlen, den Kennpunkt zu suchen. Ich kann ihn ja auch mal hier in den Chat stellen. Sehr, sehr gerne. So, da ist er. Das ist der Kennpunkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und ja, gerne eure Hinweise oder eben deine speziell jetzt und
Ideen dazu nochmal hinterlegen. Ich habe das mit Benedikt vor längerem schon mal diskutiert und es ist wie manchmal an solchen Stellen eben nicht ganz einfach, wenn es um Berechtigungsrollen geht und, sag mal, Zugriff auf Daten, aber natürlich nicht unmöglich. Ja, insofern, ja, guckt euch den gerne an. Das würde die gleiche Idee, also die gleiche Funktionalität haben wir im Grundsatz ja auch schon für Dokumente, da kann man das ja schon einstellen. Na, also die Option hättet ihr schon, ein projektspezifisches Dokument, wie zum Beispiel ein Projekthandbuch oder eine Aufgabenbeschreibung, hinterlegen und im persönlichen Bereich sichtbar zu machen, aber für diese Felder noch nicht. Und die Idee wäre eben, dass man eine Feldgruppe, eine ganze Feldgruppe, also einen solchen Kasten von so internen Feldern dann eben für den persönlichen Bereich verwendet. Gut, also, Johanna. Ja, ich habe es gesehen, du hast schon gewotet. Ja. Ja, vielen Dank. Johannes von. Ich habe auch eine Frage zu den bürointernen Feldern. Gibt es die Möglichkeit, dass die von den Mitarbeitenden nur gelesen werden können, aber nicht bearbeitet? Es wurde genau umgekehrt gewünscht. Es war ja lange, glaube ich, Zeit so, dass die nicht bearbeitet werden konnten. Und da wurde gesagt, nee, Projektleiter sollten die immer bearbeiten können. Ich weiß, dass wir damals noch diskutiert haben, ob wir das gleich hinbauen, dass man es einstellen kann oder ob wir erstmal warten, bis einer schreit. Aber das ist jetzt passiert. Ja. Also um es vorwegzunehmen, wir nutzen die bürointernen Felder zum Beispiel auch, um die Projekt-E-Mail-Adressen und die Projektpasswörter abzulegen. Und da ist natürlich total praktisch, dass die Leute dann die E-Mail-Adressen selber anlegen können. Aber es ist natürlich blöd, wenn jemand aus Versehen die E-Mail-Adresse rauslöscht, indem er sie bearbeitet, statt sie zu kopieren. Also Command X statt Command C, es passiert relativ einfach. Ja, ich bin eigentlich dafür, dass man das, sag ich mal, dann ähnlich erlebt, dass man eben sagt, Feldgruppe kann man dann festlegen, wie die Stimme oder nicht. Na, damit es nicht zu viel Einstellerei wird, dann muss man eben seine Felder so anordnen, dass immer die Felder, die im persönlichen Bereich sichtbar sein sollen oder für Projektleitende editierbar sein sollen, dass die eben in einer Gruppe sind. Ich meine, alternativ könnte man es auch so machen, dass man grundsätzlich immer nur eine Anzeigesicht hat. Es sei denn, man. Und man macht, genau, man setzt irgendwie, man geht in eine Editiersicht. Ach so, damit die versehentliche Änderung ausgeschlossen wird. Ja. Dann bräuchten wir nämlich nicht noch eine weitere Einstellung. Das fände ich super, wenn man ähnliche beim Vertrag, da hat man ja auch Bearbeitungsmodus und Nichtbearbeitungsmodus, dass es eigentlich die Änderung bewusst vorgenommen wird in den bürointernen Feldern und nicht aus Versehen. Ja. Gut. Oh, jetzt gibt es noch zwei Meldungen und dann machen wir aber Cut. Martin und dann Markus. Ja, zu den bürointernen Feldern, so wie die Inga das auch intensiv nutzt, ist es möglich, dass man in der Übersicht das auch auf der, ich sag mal, rechten Hälfte, wo noch so viel, ich sag mal, weißes Feld ist, dass man das da optisch besser gestalten, auch übersichtlicher gestalten kann? Projekt meinst du jetzt, ne? In der Projektübersicht. Das müssen wir dringend mal überarbeiten. Ich finde, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Das ist jetzt die von einem Projekt, das ist die von einem Vertrag und da gebe ich dir völlig recht. Das, wenn man das hin und her schieben könnte mit den ganzen Informationen, die jedes Büro ja individuell da an der Stelle hinterlegt, kann ich mir vorstellen, dass das für viele sehr sinnvoll ist und nutzbar genutzt wird. Ja. Gut, Markus? Ja, zum ähnlichen Thema. Ich habe darüber in der letzten Zeit auch nachgedacht und ob wir nicht vielleicht mal uns in einer der nächsten User Groups so eine Stunde nehmen, um mal auszutauschen, wie wir die alle nutzen, diese Felder und welche Potenziale da noch drin stecken. Im Grunde könnte ich mir vorstellen, dass das schon nochmal ein weiter Bereich ist, den man eigentlich noch viel intensiver ausbauen könnte. Ja, aber ich weiß,
Das tatsächlich ja auch schon mal diskutiert, mhm. auch schon mal ja gezeigt, was sozusagen so insgesamt so alles an Ideen da schon genutzt wird. Aber es ist daher, gebe ich dir recht, also bestimmt anderthalb, wenn nicht zwei Jahre. Ja, das kann man sich jetzt mal wiederholen. Ja. Genau. So wie es für die Leistungstags. Das ist ein ähnliches Thema, was noch weniger genutzt wird, weil es auch in Polen noch weniger präsent ist einfach, aber das ist natürlich auch ein Thema, was wir jetzt verstärken. Genau, ich denke, wenn man jetzt, wenn die Themen ausgehen und man gar nicht weiß, was man bei der nächsten User Group macht, das denke ich, wäre, glaube ich, was sinnvoll wäre. Drei Wochen ist, ja. Sehr gut, vielen Dank für den Vorschlag. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut und machen 5 Minuten Pause bis 10:07 Uhr. Und dann geht es weiter mit David, wenn er berichtet uns über die Summer Summit und Arne greift das Thema der Summer Summit dann nämlich das New Work Thema auf. Bis gleich. Bis in 5 Minuten.
Hört man schon etwas? Gut, normalerweise würde das ja meine Kollegin Ulrike Schneider machen, die bei uns ja Kommunikation macht und auch die Events, aber die ist jetzt verhindert heute und deswegen gebe ich euch heute den kurzen Rückblick zu unserer ganz, ganz tollen Summer Summit 2023. Und da fließt ganz, ganz viel Arbeit vom gesamten Team hinein. Wir sagen immer, nach der Summer Summit ist vor der Summer Summit. Das war auch dieses Jahr wieder der Fall und wir haben wirklich fast ein ganzes Jahr daran geplant. Da auch viele Fragen, was können wir verbessern seit der letzten Summer Summit? Was können wir weglassen? Was konnten wir hinzufügen? Und wie groß können wir es auch dieses Jahr machen? Und wir haben eine ganz, ganz tolle Location gefunden und zwar eine die St. Elisabeth-Kirche in Berlin, sehr, sehr nah bei unserem Projo-Büro. Und genau, ihr seht auch schon, die Teilnehmerinnen treffen ein auf dem Event mit den ganz, ganz tollen Karten, die Ulrike auch gebaut hat. Ganz viel Handarbeit dabei, die man hier auch nochmal sieht mit den schönen Bändern. Und genau, auch das Thema New Work, das wir auch später noch diskutieren werden mit Arne. Das war quasi der übergeordnete Titel der Summer Summit, Transparent, Agil und Digital im Planungsbüro. Ja, wer hält die Eröffnungsrede? Benedikt natürlich eröffnet die Summer Summit 2023 und auch intern hat sich sehr viel getan dieses Jahr bei Projo. Und zwar wurde der Arne, den ihr ja auch als unseren Produktmanager kennt, als Geschäftsführer von Projo vorgestellt. Arne ist ja Architekt. Vielleicht möchte Arne auch noch mal was dazu sagen und Gründer und Geschäftsführer von einem unserer Pilotkundenbüros und zwar von D-Form und ist ab jetzt, ab seit dem 7. August, seit Montag bei uns jetzt auch komplett dabei. Ja, Arne, vielleicht noch mal ein paar Worte von dir an dieser Stelle. Ja, danke. Also die meisten werden es ja schon mitgekriegt haben, dass ich lange Zeit einen Spagat gemacht habe, indem ich einerseits bei Projo als Produktmanager tätig war und andererseits eben noch als Geschäftsführer in meinem Architekturbüro. Da musste ich irgendwann eine Entscheidung treffen und ich habe die Entscheidung getroffen für Projo. Bin jetzt Vollzeit bei Projo verfügbar. Ich freue mich darauf, euch dann alle noch mehr zu sehen und ja, hoffe, dass es für Projo auch ein Zugewinn ist. Und ich werde eben mit Benedikt gemeinsam die Geschäftsführung von Projo jetzt weiterführen. Also wir sind auf die Weise einfach verstärkt. Und ich werde natürlich auch weiter versuchen, mein Ohr an euch, an den Wünschen der Kunden zu haben. Und es soll auch ein Statement sein von Projo, dass eben das Produkt und die Kunden im Zentrum stehen. Die Tatsache, dass jetzt eben ein Architekt und selbst ursprünglich Projo-Nutzer als zweiter Geschäftsführer tätig wird. Ich hoffe, es ist im Sinne von Projo und in eurem Sinne. Danke, David. Danke, Arne. Und wir freuen uns natürlich auch, dass du jetzt im Team bist. Genau, und es ging munter weiter mit der Keynote-Speech von Vera Starke eben zu New Work, über das wir heute auch diskutieren werden. Wie kann man im digitalen Zeitalter noch produktiver sein und auch wie kann man Tools richtig einsetzen, dass es nicht zu Überlastungen kommt, Thema fokussiertes Arbeiten. Genau, hier sehen wir nochmal den tollen Innenraum der St. Elisabeth-Kirche, der auch ganz, ganz toll instand gesetzt worden ist. Ein wirklich schöner, schöner Raum und ein toller Platz einfach für unser Projo-Event.
Das wurde auch sehr hitzig diskutiert. Was erwartet die Generation Z vom Arbeitgeber und natürlich auch, was der Arbeitgeber von der Generation Z, von Luca Kleene von YLab. Und da kamen auch dann noch eine Podiumsdiskussion dazu und auch einige Fragen aus dem Publikum zu diesem Thema. Das da auch sehr, das natürlich auch sehr viele Menschen im Moment bewegt. Auch ein bisschen so der Generationenkonflikt, der dann da vielleicht auch entsteht. Wie kann man alle mitnehmen, die in dem Büro arbeiten? Und den Teilnehmerinnen gefällt's. Genau, dann einer unserer Kunden hat sich vorgestellt, und zwar Rehab. Die setzen ganz radikal auf ihre digitalen Strukturen. Timo Schröder und seine Farazadi haben das vorgestellt, fand ich ganz, ganz toll und interessant, wie die da auch Proyo nützen, um Daten dann noch einmal aus Proyo weiter zu verarbeiten. Und ihr Ansatz ist eben dieses Data-Driven Business Development, also die schauen sich ihre Daten ganz, ganz genau an und würden sich da auch noch mehr, viel mehr Kooperation zwischen den Büros auch wünschen. Und wir schauen, wo die Reise hingeht. Genau, noch ein paar nette Bilder von Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Dann auch ein sehr interessanter Vortrag fand ich von Novocin, mit dem ich auch lustigerweise bei Grafter damals oder auch immer jetzt noch mit ihm zusammenarbeite. Der schafft es immer wieder, auch trockene Themen sehr, sehr interessant und lustig rüberzubringen zu integrierter Projektentwicklung. Genau, nächste Podiumsdiskussion war von Maike Schneider, Profit First, also auch so ein bisschen die Message, sich nicht selber auszubeuten, auch als Geschäftsführerin und Geschäftsführer, sondern auch einfach auf den eigenen Gewinn zu schauen und auch den Wert der eigenen Arbeit zu erkennen. Genau, ich glaube, ein Highlight für alle sind immer die Breakout-Sessions, wahrscheinlich nächstes Jahr noch mal länger. Da sind immer super interessante Themen. Wir hatten ja, Arne, korrigiere mich da jetzt, ich glaube, es waren 10 unterschiedliche Breakout-Sessions mit Themen wie Controlling, Accounting, ja. Und immer sehr, sehr spannend und das lässt sich dann eigentlich fast kaum auflösen, weil da geht es dann wirklich sehr, sehr in die Tiefe und man hat einfach mal die Möglichkeit auch zu sehen, wie arbeiten denn die anderen Büros und hat da einfach einen guten Austausch gehabt über diese Themen und fand ich wirklich sehr, sehr toll. Genau, ganz rege Diskussionen zu diesen tollen Themen. Und dann wurden die 3 Büros, die im Moment Proyo oder die kurz vor der Summer Summit Proyo am intensivsten genutzt haben, laut unserer internen Nutzungsampel, die könnt ihr euch ja auch immer selber anschauen, zu einer Podiumsdiskussion über Change Management im eigenen Büro auf die Bühne geladen. Und das war Chris Middleton von Kinzo, Uwe Thilo von HVA und Tobias Hein von Graft. Und der Wanderpokal ist dieses Jahr zu Kinzo gewandert. Wir haben eine kleine Umstellung gemacht. Letztes Jahr war es bei Graf, da ging es noch an eine Einzelperson, an die Ulrike. Und diesmal wurde ein gesamtes Büro, eben Kinzo, ausgezeichnet. Und mal sehen, ob sie es bis nächstes Jahr halten können. Aber wir sehen, seht ihr wahrscheinlich auch, es gibt durchaus Bewegung immer in dieser Ampel, wer da auf Platz 1 ist. Also das ist nicht ausgemacht. Die, die ihn haben, können sich nicht drauf ausruhen, wie man hier auch sehen kann. Genau. Und ein toller Abschluss dieser wirklich sehr, sehr schönen Veranstaltung. Es gab ja dann noch ein schönes Essen, auch noch mit tollen Gesprächen. Und danach ging es noch weiter in das Projo-Büro ab 10 Uhr, wo es dann auch noch munter weiterging und es war auch noch ein schöner Abend dort. Da gibt es jetzt leider keine Bilder, aber vielleicht besser so. Vielleicht besser so. Genau, und die nächste Summer Summit ist auch schon geplant. Der Veranstaltungsort ist noch nicht hundertprozentig fix, aber das Datum haben wir schon, und zwar der 21.06.2024. Und wir sind schon fleißig in der Planung
Und ihr könnt euch auch jetzt schon dafür anmelden. Und zwar auf unserer Homepage. Vielleicht, Arne, könntest du das, den Link hier nochmal in den Chat kopieren. Das wäre ganz toll. Und ich habe hier auch nochmal den Screenshot eingefügt, wie ihr über die Homepage dazu kommt, über Community, Summer Summit 2024. Könnt ihr euch heute schon anmelden, wenn ihr das wollt. Was uns natürlich sehr freuen würde. Planungssicherheit ist immer gut. Und genau, dann habt ihr es auch gleich im Kalender stehen. Ja, und wenn ihr noch Input habt zur nächsten Summer Summit, dann immer gerne eine E-Mail an uns mit Vorschlägen, Themen, die ihr dort gerne sehen wollt. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Vielen Dank, David, dass du uns da nochmal den Rückblick ermöglicht hast. Das ist jetzt ja schon eine Weile her. Die Sommerpause. Haben das, sage ich mal, nochmal schön in Erinnerung gerufen. Viele von euch hier an der Stelle waren ja auch da und manche andere nicht. Ein paar Themen hat David jetzt eben im Querschnitt schon erwähnt. Ein Thema, wo wir von der Moderation her die Diskussion leider ein bisschen abbrechen mussten, weil wir einen straffen Zeitplan hatten, war das Thema New Work. Und deswegen hatten wir die Idee, dass wir das heute hier noch einmal kurz vertiefen, insbesondere auch den Austausch. Ich will jetzt deswegen auch gar nicht so lange die Zusammenfassung der beiden Vorträge vornehmen. Wir hatten ja in der ersten Hälfte zwei Vorträge, David hat es erwähnt. Und es ging einmal eben um das Thema, wie wir arbeiten wollen. Und zwar da insbesondere mit Blick auf die Generation Z, die Vera eben Generation Zukunft genannt hat. Und die Frage, was ist New Work überhaupt? Jetzt würde mich als erstes einmal kurz interessieren, wer hier aus der Runde war denn beim Summer Summit dabei? Vielleicht einmal kurz den Handheben-Button drücken. Ja, Daniel, vielleicht könnt ihr nochmal auf den Handheben-Button drücken, dass ich einmal so ein bisschen Überblick, so 4, 5. Okay, das sind dann gar nicht hier alle aus der Runde. Umso besser, dann das Thema vielleicht hier an der Stelle nochmal aufzugreifen. Danke für die Hände. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Das sind jetzt Zusammenfassungen von den Statements, die Vera Starker, unsere Referentin, und Luca-Lena Kleene gemacht haben, die ich jetzt hier nochmal aufgreife. Das erste ist sozusagen der Wechsel im Kopf, ne, dass wir nicht sagen, wir müssen jetzt New Work machen, weil es jetzt irgendwie alle machen, sondern dass wir dazu kommen, dass wir sagen, wir sollten New Work einführen, weil wir an Produktivität und Kreativität erinnert interessiert sind, ist vielleicht auf den ersten Blick trivial, aber ich kann das von mir selber auch sagen, dass ich da lange so ein bisschen gefremdet hatte und dachte, ach, was ist das für ein neumodischer Kram? Und irgendwann musste ich mich damit mal befassen und das ist sicherlich gut. Was ist das überhaupt? Das sind letztlich Methoden zur Produktivität im digitalen Zeitalter, weil einfach die Feststellung ist, dass Produktivitätsmethoden, die noch aus dem industriellen Denken kommen, nicht immer unbedingt für unsere heutige Arbeit passen, insbesondere für die Produkte, die wir produzieren, und zwar insbesondere, wenn es sich eben um kreative Produkte handelt. New Work muss auch Focused Work sein, also dass die Balance zwischen Austausch, zwischen Meetings und aber auch der Tatsache, dass man sich eben nicht mehr konzentrieren kann teilweise, aber eben konzentrieren muss. Also Wege dahin, wie kann ich einerseits den Austausch im Team sicherstellen und auf der anderen Seite die Konzentration auf die eigene Arbeit sicherstellen. Und ein weiteres Problem, was analysiert wurde, ist eben, dass das Tagwerkerleben schwieriger ist in unserem digitalen Zeitalter und deswegen Wertschätzung für Unsichtbares erforderlich ist, dass die Sinnhaftigkeit der Arbeit vermittelt werden muss und sich da auch alle im Team darüber einig sein müssen. Gehirngerechte Führung war noch ein Stichwort. Ich muss jetzt gestehen, ich müsste da nochmal in das Buch von Vera schauen, um mir nochmal oder in meine Aufzeichnung mir zu vergegenwärtigen, was das genau war. Habe ich mir vorgenommen, habe ich aber noch nicht gemacht. Gemeinsame Fokuszeit war ein wichtiger Vorschlag. Also Fokuszeit, dieses Konzept, dass man sich bewusst im Kalender Zeiten blockt, in denen man eben keine Termine annimmt, keine Telefonate annimmt und sich auf die zu erledigen Aufgaben konzentriert. Das hat sich ja schon rumgesprochen, dass das wichtig und hilfreich ist.
Aber hier kam eben noch ein erweiterter Vorschlag, dass man das eben auch fürs gesamte Büro festlegt. Also dass man zum Beispiel sagt, von 10 bis 11 ist Fokuszeit, da versucht jeder an seinem Platz zu bleiben und konzentriert zu arbeiten. Meetings verkürzen und reduzieren war ein Vorschlag, der so ein bisschen im Widerspruch steht zu manchen Vorschlägen zu bestimmten Meetingformaten eben, die dann teilweise auch wieder zusätzliche Meetings bedeuten. Flexibilität, insbesondere bezüglich Arbeitsort und Zeit und ganz wichtig eben auch die Feedback-Kultur und das Thema eben die jüngeren Mitarbeiter als Generation Zukunft bezeichnet, abzuholen und einzubinden. Ja, das ist mein Versuch sozusagen einer Zusammenfassung. Und es gab dann auch noch 5 Life-Hacks, sozusagen 5 Hacks von Luca, so hat sie es genannt in ihrem Vortrag, die ich hier einfach nochmal wiedergegeben habe. Der erste Punkt ist, dass man beim Onboarding neuer Mitarbeitender die Mitarbeitenden dazu auffordert, für sich selbst eine Gebrauchsanweisung zu schreiben. Das fand ich einen sehr spannenden Hinweis, die dann auch öffentlich fürs ganze Büro ist. Ja, und wo man immer wieder reinschauen kann, die man auch selber dann vielleicht auch nochmal anpassen kann im Laufe der Jahre. Dann, dass man regelmäßig in den Projektteams oder in den Teams Retrospektiven macht, also sich wirklich die Zeit dann nimmt, zu analysieren oder zu besprechen, was lief gut, was lief schlecht und daraus dann Handlungen ableitet, zum Beispiel projektweise je Leistungsphase oder in festen Zeitintervallen. Dann die eigentliche Feedback zur Arbeit im 1-zu-1-Gespräch. Sie hat das I like, I wish genannt. Also der Rat, Mitarbeitergespräche nicht irgendwie einmal im Jahr als Institution zu haben, wo dann möglicherweise die Mitarbeitergespräche auch richtig Angst davor haben, sondern lieber kurz treffen, regelmäßig. Sie macht es im eigenen Unternehmen pro Mitarbeiter alle 3 Wochen. Das ist recht viel, teilweise sogar noch häufiger. Dann Daily Stand-Up, wieder ein zusätzliches Meeting, aber da geht es darum, was habe ich heute gemacht, was habe ich gestern gemacht, wo sind die Hürden? Und der Fokus liegt darauf, dass dieses Meeting kurz, in der Regel 15 Minuten sein soll und im Stehen stattfindet, damit es eben nicht zu lang wird. Und im Team sozusagen als Führungskraft insbesondere darauf zu achten, die Stärken zu stärken, also die Stärken erstmal zu kennen. Dafür helfen natürlich diese Feedback-Gespräche. Und dann aber eben auch darauf zu achten, dass die Mitarbeitenden ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden. Das ist sozusagen das, was ich mitgenommen habe und zusammengefasst habe, jetzt nochmal aus diesen beiden sehr spannenden Vorträgen. Ich kann das natürlich jetzt nicht so im Detail rüberbringen wie unsere ReferentInnen, aber ich wollte das sozusagen nochmal kurz rekapitulieren. Weil für uns jetzt die Frage ist, in Breakout-Sessions ich mich mit euch darüber austauschen wollte und wir uns gegenseitig austauschen wollten. Wo sind die Hürden? Wie weit sind wir schon darin, moderne Arbeitsweisen einzuführen? Wo gibt es vielleicht Vorbehalte von Mitarbeitern, die tradiertere Arbeitsweisen gewohnt sind? Das war ein sehr schöner Einwurf von Thomas Wilding in unserer Diskussion, in unserer Podiumsdiskussion, die wir hatten. Was mache ich denn, wenn ältere Mitarbeiter fremdeln mit diesen modernen Arbeitsmethoden? Also wie gehen wir damit um, dass wir die Arbeitswelt ja für alle gestalten wollen, natürlich die Jungen ansprechen wollen, aber auch die, die schon 30 Jahre lang in anderen Arbeitsweisen tätig sind und wie wir auch Vorurteile auch und gerade bei Führungskräften, wie gesagt, ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Ich hatte da auch so meine Vorbehalte, als ich zum ersten Mal dann mit diesen Themen in Berührung kam. Wie bauen wir die ab und wie gehen wir damit um? Ja, und dafür wollten wir heute gerne Breakout-Sessions machen. Ich muss jetzt einmal gucken, Benedikt, du sitzt schon am Drücker, wie viele Personen wir in der Runde sind. Und für mich ist die Frage, für alle die, die da waren, aber natürlich auch für die, die nicht da waren, inwiefern ihr nach dem Summer Summit überlegt, neue New Work Elemente in eurem Büro einzuführen oder euch sie wünscht. Ne? Nicht jeder in der Runde hat vielleicht die Möglichkeit, die selber einzuführen, aber sie euch wünscht. Welche Erfahrungen habt ihr mit den hier vorgestellten oder auch anderen Elementen von New Work gemacht? Wie reagieren jüngere und ältere Mitarbeiter und wie offen ist die Führungsriege, falls ihr die nicht selber darstellt? Das wären die Fragen, die ich gerne in dem gewohnten Format mit euch nochmal diskutieren wollte. Wir machen 6er-Gruppen ungefähr oder 5er-Gruppen.
In jeder Gruppe bestimmt ihr am Anfang bitte einen Berichterstatter und einen Timekeeper, der auf die Zeit achtet. Ich muss jetzt mal gucken, 20 Minuten schaffen wir nicht ganz. Wir machen so 17 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Wir wollen ja nicht überziehen. Und es beginnt eine kleine Vorstellungsrunde, falls ihr euch noch nicht kennt und damit kein Gestammel entsteht. Wer fängt denn jetzt an? Fängt die Person mit den kürzesten Haaren an? Bei uns wäre das Benedikt. Und jeder stellt sich maximal eine Minute vor. So, und ich hoffe, Benedikt, du bist in den Startlöchern und startest jetzt die Breakout-Sessions. Und wir machen natürlich die Berichterstatter, berichten am Ende jeder noch mal kurz aus seiner Gruppe, was das Fazit ist. Die haben also eine besondere Aufgabe, zuzuhören. Alles klar.
Benedikt, ich bin aus meiner
Benedikt, jetzt hast du gerade meinen Vortrag beendet, schade. Den kannst du jetzt hier ja gleich fortsetzen, Benedikt. Hast du Gelegenheit gehabt, wieder so eine schöne Folie zu basteln? Ah, super, perfekt, vielen Dank. Ach, jetzt stehe ich hier gleich mit meinem Raum auf Raum 1. Wir machen das mal unkonventionell. Wir starten mit Raum 4, weil der Daniel in seinem Vortrag unterbrochen worden ist. Und ja, da frage ich dich mal, Daniel, wer ist denn bei euch Berichterstatter im Raum 4? Bei uns war das der Florian, glaube ich. Ich bin leider auch noch rausgeflogen, weil meine Technik hier kurz geschlagen hat. Deshalb war ich leider nur so die Hälfte dabei. Also der Florian kann mir, glaube ich, mehr erzählen. Florian, dann bist du dran. Ja, wir haben uns drüber unterhalten, wie die Alexandra und der Daniel und auch der Ricardo in seiner Zeit im Architekturbüro, wie sie ihr Stand-up-Meeting gemacht haben, wie sie die Retrospektiven gemacht haben. Dazu habe ich aus meiner Softwareentwicklersicht, wo ich seit bald 20 Jahren in Startups und Softwareunternehmen eben arbeite, auch nochmal erzählt, sozusagen, wie wir das machen in der Softwareentwicklung im Groben. Darüber haben wir uns unterhalten. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, welche Tools Alexandra einsetzt und welche wir einsetzen bei Projo. Das waren so unsere Themen im Großen und Ganzen. Ja. Möchte Alexandra noch was sagen? Oder Daniel? Na, ich fand es ja schon mal ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, ihr habt euch darüber unterhalten, wie diese Meetings stattfinden. Das finde ich ja schon mal interessant, dass das Ob sozusagen keine Diskussion war, sondern eher die Frage des Wie und mit welchen Tools. Hast du das richtig verstanden? Hast du richtig verstanden, genau. Ich wollte es dann mal konkret wissen, sozusagen. Wie machen Sie das? Okay. Gut, danke. Ja, super. Interessant. Danke dir. Und vielleicht noch gab es irgendein Fazit? Also New Work klingt ja irgendwie dann so, als wären zumindest bestimmte Elemente eigentlich schon selbstverständlich. Das bezog sich jetzt allerdings recht stark auf die Meetings. Die Meeting-Frage, Feedback-Kultur und mobiles Arbeiten oder auch Fokuszeiten. Habt ihr das auch diskutiert oder war das kein Thema bei euch? Fokuszeiten war nicht das Thema, aber Daniel hat natürlich nochmal zu Recht darauf hingewiesen, wie das vermutlich bei sehr vielen Firmen in Deutschland war, dass die Corona-Zeit dann eben diese ganze Digitalisierungsproblematik brutal auf den Tisch gelegt hat, aber sich die Firmen der Sache natürlich erfolgreich angenommen haben und da halt auch immer noch, machen wir ja auch, die Dinge entwickeln sich ja weiter. Darüber haben wir gesprochen, ja. Gut. Vielen Dank erstmal. Und dann gebe ich mal an Raum 3, machen wir heute mal rückwärts weiter. Wer ist denn in Raum 3 Berichterstatter oder Berichterstatterin? Das bin ich. In unserer Gruppe, genau, bestehend aus Kirsten und Projodlern, haben wir versucht, alle Themen so ein bisschen anzusprechen. Es ging los mit Remote-Arbeiten. Haben wir das Gefühl, durch Corona hat das sehr gut geklappt oder da auch mal spontan remote zu arbeiten, haben wir da einen Konsens gefunden. Ich meine, bei Projo hat das auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut geklappt. Wir haben insgesamt den Eindruck gehabt, dass New Work für Mitarbeiter eine höhere Produktivität bedeuten kann, aber auch auf der anderen Seite auf Arbeitgebersicht für Kontrollverlust sorgen kann oder Angst vor Kontrollverlust und deswegen die Themen nicht so stark ausprobiert werden, wie man es sich als Arbeitnehmer wünscht. Genau, wir hatten das Thema Arbeitszeit kurz, dass es da zum Teil noch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, von streng bis hin zu flexibel. Und Feedback hatten wir nur ganz kurz angeschnitten, Tools eher schlank gehalten. Also im Großen und Ganzen so ein Austausch aus der Vergangenheit, aus den Architekturbüros, wie auch jetzt aktuell. Architekturbüros und im Vergleich zu Projo gezogen, wie wir es handhaben. Arbeitszeit ist nochmal ein interessanter Stichwort, dass du es gerade ansprichst, weil ich mich erinnere, dass bei der Podiumsdiskussion auf dem Summer Summit tatsächlich das Thema Vier-Tage-Woche irgendwie einen riesigen Raum einnahm und wir von der Moderation dann irgendwie fast Schwierigkeiten hatten, irgendwie da wieder hinzukommen, dass New Work jetzt nicht bedeutet, dass man Vier-Tage-Woche macht oder irgendwie oder was auch immer oder 3 Tage oder wie auch immer. Das hattet ihr also angerissen, wenn ich dich richtig verstanden habe, irgendwie Arbeitszeit oder was meintest du mit Arbeitszeit? Die Flexibilität der Arbeitszeit oder die Dauer der verpflichtenden Arbeitszeit? Die Flexibilität, darum ging es primär.
Genau, also von wann muss ich im Büro sein oder wann muss ich erreichbar sein und wann darf ich das Büro verlassen quasi. Darum ging es primär. Aber okay. 4-Tage-Woche ist natürlich ein Riesenthema zusätzlich. Ja. Okay, prima. Thorsten, dann gebe ich an dich weiter, weil du bist in unserem Raum Berichterstatter. Mhm. Genau, also wir hatten in unserer Gruppe Champ und Schmalleur und Projo vertreten, die jetzt nicht unbedingt zwei unterschiedliche Enden der Skala bilden, aber doch unterschiedliche Ansätze haben. Wenn ich mit Projo beginnen darf, da sind wir sehr generös, was Homeoffice und mobiles Arbeiten betrifft. Also Homeoffice ziemlich häufig und mobiles Arbeiten. Und wir haben ja einige Mitarbeiter, die durchaus auch mal außer Lande sind. Und bei Champ und Schmalleur sieht man, dass ein etwas konservativer schaut, dann auch auf die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt, naja, die brauchen eben auch eine gewisse Guidance, also diesen einen Homeoffice-Tag. Die Woche gibt es, aber man setzt schon auf die Präsenz. Wir haben eine digital gestützte Feedback-Kultur ausmachen können. Bei Champ und Schmalleur gibt es dann auch ein Moodboard, also Miro, glaube ich, war das. Das ist gerade in der Einführung, ne? Ja. Genau. Ja, dann, das hatte ich jetzt bei Champ und Schmalleur nicht vernommen, aber wir bei Projo, wir haben ja intern unsere Offsite in 2 Wochen, also dass wir mal einfach aus dem normalen Arbeitsrhythmus rauskommen und schauen, was sonst noch möglich ist, also im Team allein. Und wir haben, das fand ich auch noch spannend, du hattest ja noch von Deform berichtet, dass ihr also 50 Homeoffice-Tage hattet, / habt, die in Projo auch so als Kontingent festgelegt werden und die müssen aber mit 24 Stunden Voranmeldung angegeben werden. Wir hatten noch über Fokuszeit gesprochen, aber das, Inga, da korrigiere mich, das war noch nicht unmittelbar bei euch. Nee, das Thema Fokuszeit habe ich mal jetzt nach dem Summer Summit platziert bei der Chefin und die erste Reaktion war halt, es geht ja gar nicht. Also ich glaube, das ist ein Thema, was wir nochmal vertiefen müssen an anderer Stelle. Es ist ja auch nicht zwingend, also jeder darf sich New Work ja so zusammenbauen, wie er das möchte und alle sind ja ein Stück weiter auch noch am Experimentieren und wie Florian schon sagte, weiterentwickeln. Also ich fand das Konzept sehr spannend zu sagen, dass das ganze Büro gleichzeitig eben Fokuszeit macht, jeder für sich. Das, denke ich mal, ist ja schon etwas bekannter oder zunehmend auch notwendig für jedenfalls diejenigen, deren Terminkalender sich immer sehr schnell füllen, dass man da sich von vornherein eben Zeiten blockt. Ich finde es ganz interessant, dass die Cloud-Version jedenfalls von Outlook, also von dem ja viel verwendeten Office 365 inzwischen einem das auch aktiv vorschlägt und sagt, hier, du hast noch die und die Tage in der Woche, möchtest du nicht oder wie viel Prozent Fokuszeit möchtest du einplanen und einem dann dabei hilft, sozusagen Pausen im Kalender sozusagen einfach automatisch mit Fokuszeit zu blocken. Ja, und da sogar Vorschläge macht, wie viel Prozent seiner Arbeitszeit man da verwenden sollte drauf. Finde ich ganz gut. Also das, denke ich mal, haben wahrscheinlich über Office 365 auch schon mehr Menschen gesehen und beginnen das zu machen, aber dass man es eben gemeinsam macht. Machen wir bei Projo auch nicht. Weiß ich auch, ehrlich, also wäre ich jetzt auch skeptisch, was sagen unsere Kunden dazu, wenn wir sagen, der Support AM ist nicht erreichbar zwischen 9 und 10 Uhr, weiß ich nicht. Ja, ist sicherlich ein Thema, was man weiter diskutieren kann. Ich fand es schön jetzt hier in der Diskussion. Leider war sie jetzt doch nicht ganz so gut besucht, aber es sind ja auch noch Sommerferien. Die User Group war insgesamt etwas kleiner, dass wir diesmal nicht in erster Linie diskutiert haben über 4-Tage-Woche. Und für mich hört es sich so ein bisschen an, als ob sich eben Architekturbüros da etwas schwerer tun als jetzt Softwareunternehmen. Das ist aber auch naheliegend, weil im Architekturbüro es vielleicht noch mehr Prozesse gibt, die nicht digital ablaufen, sprich skizzieren, Modelle bauen, über Entwürfe diskutieren, wenngleich eben solche Tools wie zum Beispiel Miro, was Inga in die Diskussion gebracht hat, ja eben
ja auch zunehmend dazu dienen. Und ich persönlich habe es in meinem Architekturbüro auch festgestellt, dass die jüngeren Mitarbeiter gar nicht mehr mit Stift und Modell arbeiten. Die muss man fast dazu prügeln, dass sie es mal machen, wenn man als älterer Architekt meint, es wäre unbedingt erforderlich, um einen guten Entwurf zu machen. Aber ja, da habe ich mich auch schon ein bisschen entwickelt. Ja, also insofern Architekturbüros ist die Spannbreite, glaube ich, größer und die Skepsis gegenüber New Work deutlich größer als natürlich hier bei uns in einem Softwareunternehmen, wo die Prozesse von vornherein alle digital sind. Die Inga fragt nochmal, wo findet man die Fotos im Outlook? Wo findet man das? Gute Frage. Also ich habe nie die Desktop-Version von Outlook verwendet und hier bei Projo habe ich jetzt auch keinen Outlook mehr, deswegen kann ich es jetzt nicht nachschauen. Und die Cloud-Version hat mir das aber irgendwie von sich aus vorgeschlagen. Ich weiß nicht. Auch unter also, dem Begriff? Die kam selber damit an und hat gesagt, du so, ich weiß nicht, ob die in meinen Kalender geguckt haben da bei Microsoft und gesagt haben, das sieht aber schlecht aus. Wann macht er denn seine Arbeit? Aber unter dem Begriff Fokuszeit müsste man das finden? Es gibt da so einen Aufsatz in der Cloud-Version, der ist aber standardmäßig integriert. Du kannst dich ja am Cloud Office anmelden und über Teams und Outlook, das nennt sich Viva Insights, glaube ich, das gibt einem dann auch so Reports, wie viel Zeit man außerhalb der Arbeitszeiten kommuniziert hat, also E-Mails geschrieben hat und so all solche Geschichten. Das fand ich jetzt persönlich so ein bisschen übertrieben für mich. Kann man auch unternehmensweit auswerten zum Beispiel. Das wiederum ist ganz interessant, wie viele Mitarbeitende schreiben außerhalb der normalen Arbeitszeiten eigentlich noch E-Mails. Gibt ja auch Unternehmen, die das unterbinden. Ja, die sagen so, was weiß ich, nach 18 Uhr kannst du deine E-Mails gar nicht mehr abrufen als Mitarbeiter, um die Mitarbeiter zu schützen vor diesem Information Overflow quasi und diesem, dass man gar nicht mehr rauskommt. Ja, also ich kann noch mal gucken, aber wie gesagt, es war definitiv nur in der Cloud-Version. Die Kollegen im Büro, die die Desktop-Version hatten, die haben das irgendwie nicht angeboten bekommen. Egal, sei es drum. Ansonsten eine kleine Ergänzung noch zum Thema New Work. Bei uns ist natürlich New Work, wenn wir Büros planen, ein großes Thema. Ne? Also was die Architektur angeht, ist New Work, finde ich, in unser aller Köpfe drin, damit einfach architektonisch die Voraussetzungen für neue Arbeitsmethoden eben und Weisen geschaffen werden. Ne? Das wollte ich nur noch einmal einfließen lassen, dass wir das ja auch ein bisschen als Planer in der Hand haben, da in die Richtung für andere. Da muss man es nur fürs eigene Büro auch noch umsetzen. Ja, gibt es noch Anmerkungen aus der Runde? Weiter, ich sehe hier noch eine Nachricht im Chat. Ich weiß nicht, was das... das war die Frage von Inga Benedikt, auf die du mich netterweise hingewiesen hast. Ja, gibt es noch weitere Anmerkungen, Fragen? Ja, ich hatte vielleicht der Punkt von Kirsten, den fand ich nochmal ganz gut, den sie gesagt hat, dass es nicht immer nur ein Generationen quasi Konflikt ist, sondern dass es auch jüngere Leute gibt, die quasi starre Strukturen bevorzugen. Aber auch ältere Personen, die andere Arbeitszeitmodelle oder Personen, die eben ganz früh schon zu arbeiten beginnen wollen, weil sie halt in der Früh sehr produktiv sind und andere wollen halt ein bisschen später. Klar, gutes Thema mit, wann ist der Support besetzt dann zum Beispiel bei uns. Aber ja, diese individuellen Lösungen ist glaube ich, sobald ein Unternehmen darüber nachdenkt, über individuelle Lösungen, zeigt das ja auch, dass sich die Geschäftsführung dafür interessiert, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen wollen, dass es da einen Dialog gibt. Ich glaube, das ist wichtig, der Dialog. Gut, dass du es auch nochmal gelöst hast von Jung und Alt. Als ich die Schwichtpunkte geschrieben habe, gestern bin ich tatsächlich auch darüber gestolpert, weil ich darüber nachdachte und feststellte, ist gar nicht unbedingt Jung und Alt. Ich hatte schon versucht, dann auch mehr zu schreiben, sozusagen Personen mit unterschiedlichen Arbeitsrhythmus oder Arbeitserfahrung. Ja. Gut. Ja, danke. Dann in die Runde. Es ist ja auch schon Punkt 11. Ich muss ja sogar Schluss machen. Dann bedanke ich mich. Benedikt, möchtest du noch ein Schlusswort finden? Nein, brauchst du nicht. Nächste User Group ist schon in 3 Wochen, haben wir aber schon gesagt. Und damit, ja, danke für eure Zeit und für eure Beiträge und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, macht's gut.